Leute, schaut mal, was ich da unten entdeckt habe. Das ist auch so ein Herrscher, aber diesmal ein Wildschwein. Bin gespannt, ob ich das schaffen werde zu besiegen. Aber zuerst möchte ich hier diese Aufgabe erledigen. Ich denke mal, es hat was mit diesen Salaten zu tun, weil die liegen da vorne schon. Deswegen habe ich die schon mal hier hingeworfen. So als kleiner, ja, kleiner Einstieg, sage ich mal. Hallo. Ja, serious. Habe ich nicht, oder? So, das sind nicht so allzu starke Gegner, deswegen habe ich, krieg das auch ohne, keine Ahnung, irgendwas hin. So, und zwar sind es, ah, die da vorne checkt's nicht mal, alles klar. Tatsächlich brauche ich hier, ja, ich denke schon noch einen Salat. Sehr gut, dass ich mir da einen geholt habe. Zwei sogar. Liegt gleich hier. Ich hoffe, dass, ich verstehe auch nicht so ganz, das ist ja gar kein Salat, wie wir im letzten Part auch rausgefunden haben. Da haben wir die letzte Krone gefunden. Sondern das ist ein Kohl. Das ist auch interessant auf jeden Fall. Nee. Du nicht, mein Lieber. Meine Liebe, wie auch immer. Er oder sie, keine Ahnung, wird leider nicht gesagt. Robert, du bist jetzt auf jeden Fall tot. Supi. Ja, wie gesagt, ich denke mal, da muss schön frischer her. Und deswegen habe ich ja auch einen mitgebracht. Einen frischen Kohl. Ich hoffe, das ist schon des Rätsels Lösung. Tatsächlich. Sehr gut. Ich hoffe übrigens, dass wir heute schon die Hauptstory weitermachen können und Aphrodite eventuell neugeboren wird durch ihre. Ah, perfekt. Durch ihre Krone, ich weiß ja nicht. Stürmische Brustplatte des Geiers füllt bei Treffer in der Luft 10% eines Ausdauerfeldes auf. Okay, das ist interessant. Achso, ich soll es vielleicht auch mal anziehen, wenn ich schon so geschenkt bekomme. Hoppala. Und zwar war das ja das hier. Sieht fancy aus. Ja, mein Outfit gefällt mir auf jeden Fall. So, wir haben ja jetzt diese Maske an, die ist ja gegen Bosskämpfe sehr gut. Und das bietet sich natürlich an, denn wir bestreiten jetzt einen Bosskampf. Und anschließend gibt es ein kleines Rätsel. Legendärer Eber, der Adonis Weißt du, getötet warum hat. Rosen rot sind? Ich erfahr's bestimmt gleich. Nachdem Adonis von dem Eber Oh, tödlich wow. verwundet worden war, trauerte Aphrodite Mal auf schauen, einen ob ich den jungen töten kann. Isolin. Ihre Tränen mischten sich mit Adonis Ah, Blut ich weiß noch und nicht. färbten die Blumen rot. Legendäre Gegner sind halt schon krass. Yo, was geht bei dir ab? Eventuell sollte ich von oben, weil der kann ja wohl nicht schießen oder so. Das macht ja überhaupt keinen Sinn sonst. Begegnungsbereich betreten. Ja, von mir aus. Ach so, ich darf ja nicht zu weit weggehen, sonst heilt er sich gerade. Nee, ne? Man muss wirklich aufpassen, weil ich glaube, der kann krasse Nahkampfangriffe. Genau das meine ich. Aber ich habe ja nicht umsonst auch Pfeile. So. Nee, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ganz entspannt und werden zum Beispiel mal Phosphor angreifen lassen. Ich denke, dass das schon machbar ist gegen den Typen. Hoi. Man sollte natürlich trotzdem aufpassen. Wir sind auf jeden Fall diese. Ich finde es cool, dass es hier tatsächlich. Ja, okay, der macht nicht allzu viel Damage. Im Gegensatz zu diesem Stier oder. Boah, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Stiere. In der Mythologie. Jetzt kommt er. Pass auf. Dann. Zack. Dauert halt 11. Braucht schon echt viel Ausdauer, ne? Muss man mal sagen. Aber was ich mir merken kann, wenn Phosphor angreift, kann man echt gut zurückschlagen. Oh Gott. Ja, jetzt auch zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr. War es mehr Damage oder war es mehr? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So, jetzt lasse ich mal Phosphor, wie gesagt. Weil jetzt kann ich auch schon draufballern. War es halt schon wieder. Dieser Angriff, der sollte mich, glaube ich, nicht treffen. Aber wie gesagt, ich bin, denke ich mal, ich bin sehr guter Dinge, dass wir diesmal mit einem legendären Gegner wie ihm aufnehmen können. Oh Gott. Boah, gerade noch geredet und jetzt fast getroffen davon. Oh je. Ja, das. Aber wie gesagt, es geht vom Damage. So, der ist jetzt erstmal KO'd. Das ist super. Jetzt natürlich normal angreifen. Und dann sollten wir schon fast die Hälfte der Leben haben. Ist ein krasser Boss natürlich, muss man dazu sagen. Aber ich bin gespannt. Was mir gerade auffällt. So, weg. Oh ja, ich liebe den Hammer. Deswegen habe ich ihn ja auch geupgradet. Nutze ich mal kurz. Heile ich mich eigentlich jetzt auch noch zusätzlich. Und wir haben ja auch noch eine Wiederbelebung, falls wir es jetzt nicht hinbekommen sollten, was ich tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so glaube, dass wir, also ich denke, dass wir es hinbekommen. Nee.
Ja, und die Ausweicher gehen auch voll klar. Also wie gesagt, dieser legendäre Gegner. Auf jeden Fall machbar. Der Adonis getötet hat. Ich wusste gar nicht, was Adonis da hatte. Das ist super, wirklich. Man kann hier richtig schön diesen Stun aufbauen. Ich mag auch die Mechanik, wie man hier kämpft. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich finde es ganz cool, dass man hier aufbaut, den Stun. Und irgendwann sind die halt dann auch mal KO'd. So wie jetzt. So, und ab jetzt heißt eigentlich, glaube ich, nur noch drauf pushen, weil... Ne, er ist schon jetzt so gut wie tot. Er hat noch ein Zehntel Leben, würde ich meinen. Ne. Deswegen probiere ich es jetzt auch gar nicht mehr mit Stun. Oh, ich hatte irgendwie nicht genügend Ausdauer. Hilfe. Jetzt würde ich es nochmal mit... Boah, pariert. Als ob. Das habe ich auch noch nie geschafft. Aber jetzt weiß ich mal, wie das funktioniert. Cool. Ja, okay. Aber das sollte man vielleicht mal nutzen auch in Zukunft. So, jetzt komm drauf. Er kämpft noch. Ah, ja, okay, nicht ganz geschafft. Aber ja, ich schaff's sogar ohne die Fähigkeit. Jawohl. Ausdauerverbesserung verfügbar. Achso, natürlich erstmal. Ja, geschafft. Legendäre Eber, die der Adonis getötet hat. Aber nun besiegt. Weißt du, warum Veilchen blau sind? Weil sie die Luft anhielten, bis wieder eine Geschichte. Ein Papagei. Oh, wie cool, was kann der denn? 100%. Ja, das ist super. Wow. Wenn du erzählt hast, ich kann immer noch die Schreie der Sterblichen hören, die vor dem kaledonischen Eber flohen, während er ihr Land verwüstet und ihre Ernte vernichtet. Und das alles nur, weil König Eunoes vergessen hatte, Artemis eine Opfergabe darzubringen. So, wie gesagt, sind alle gar nicht allzu schwer. Das Ding ist gerade bei dem hier, ich wusste einfach nicht, was links und rechts ist. Und das ist halt das größte Problem daran gewesen. So, we got this. Sehr, sehr schön. Damit erhalten wir natürlich weitere. Oh ja, ich sollte wirklich mal demnächst zum Tempel gehen. Es war nicht klug von Adonis, so oft bei Afod. Moment, ich unterbreche nur ungern, aber ich möchte mal gucken. Ah, die Sache ist... Ah, komm. Wir gehen tatsächlich jetzt mal... auf die Inseln, oder? Na, komm. Wir gehen nicht auf die Inseln. Ich habe mir nämlich schon was überlegt heute. Und zwar werden wir uns von hier oder dort, ist eigentlich egal, hier so rumbegeben. Jetzt kann ich ja mal alle Markierungen machen, die ich so habe. So. Wie gesagt, die Inseln mache ich wann anders. Und da fällt mir gerade ein, die da muss weg, weil hier so eine Markierung ja noch bleiben. Habe ich ganz vergessen. So, wie gesagt, dann lassen wir ihn mal kurz ausreden. Sie hatte viele eifersüchtige Liebhaber. Naja, sie war nicht in seinen Verstand verliebt. Er starb durch den Eber, den Ares aus Eifersucht geschickt hatte. Doch als die trauernde Aphrodite Nektar... Dann bringen sie sich schon gegenseitig um. ...entsprang eine wunderschöne Blume als Zeichen der Auferstehung. Was habe ich denn hier gefunden? Moment mal. Was ist denn das hier? Oh, wow. Wow, ich müsste das gar nicht lösen. Naja. Gut zu wissen vielleicht für euch. Man kann ja auch an der Seite rein. So, da jetzt begeben wir uns zu dem Punkt, wo ich gerade meinte. Wir sehen uns gleich dann, ja, bei der ersten Sache, die wir erkunden. Oh, wow, Leute. Willkommen. Also, was rede ich eigentlich? Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu unserem ersten Ziel und schaut mal, was das für ein geiles, legendäres Pferd ist. Nein. Oh, no. Ja, das muss ja immer einmal vorkommen, ganz ehrlich, pro Part. Jetzt kann ich das nicht mal öffnen. Doch, ich kann es öffnen. Okay, cool. Wie gesagt, wir ignorieren den wie immer. Oh, 3 Goldbernstein, krass. Und versuchen einfach trotzdem die Welt zu erkunden, auch wenn er jetzt wieder wütet. Mir fällt gerade auf, oh ja, wenn wir da reingehen, dann ist es sowieso rum. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir passen mal lieber auch aufs Pferdi. Oh, sieht das nice aus in der Geisterzone. Mir gefällt's. Da, wie gesagt, wenn ich dort in den Riss reingehe, eventuell ist es dann schon rum. Vielleicht kann ich es gar nicht betreten. Hilfe, was habe ich gemacht? Oh mein Gott. Die werden auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl.
Aber ja gut, gegen dich kann ich ja mittlerweile, denke ich mal, ganz gut ankommen. Weil ich mittlerweile seine Moves ganz gut kenne. Der ist bis hierher gekommen. Oh, are you serious? Ey, Geist des Achilleus, verpiesel dich. Dann, yo, Erdi. Wieso kann ich das nicht? Sorry, aber ich mach das nicht. Ich besiege den Typ nicht. Das hat nämlich alles keinen Sinn. Ich werde jetzt zuerst dann doch dahin gehen. Und hierhin. Vielleicht gehen wir doch zuerst hierhin. Ich versuche gerade mein Pferd zu rufen, aber irgendwie klappt das nicht. Ah, jetzt ja. So, und jetzt sprint einfach schön weg. Ja, genau, hier läuft einfach so ein Typ rum. Lass mich doch bitte. Wie gesagt, schaut euch mal, wie toll das ist. Nicht mal ein Drittel der Ausdauer ist jetzt weg. Also, ich bin immer noch so froh, dass ich das gefangen habe, falls es wer verfasst hat und auch haben will. So, einfach mal in die Playlist gucken. Bei ein paar Parts haben wir dieses Pferd, dieses Wunderbare gefunden. So, es sollten wir gleich schon entkommen sein. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Ich versuche trotzdem hier hochzukommen. Vielleicht ist das nicht die beste Idee, während so einer Geisterdings. Aber who cares, ganz ehrlich. Ich care nicht. Oh, das war's schon. Oh. Ja gut, dann so viel dazu. Ja, wie gesagt, gelbe Markierung. Ja, wir kommen hier dann. Danke dafür für diese Geisterstunde. Dank dieser kommen wir jetzt, glaube ich, ziemlich sicher zu meinem Ziel. Das hat also auch was Gutes. Oh, ich muss da nach oben. Oh. Ja, ob ich das schaffe mit meiner Ausdauer. Vielleicht sollte ich dort einen Zwischenpunkt machen. Aber ich muss sagen, mittlerweile haben wir dieses Frühlingstal, oder wie das heißt, ziemlich gut erkundet. Also was das angeht, sind wir eigentlich schon wirklich, wirklich weit. Wenn man sich das mal so anschaut. Wir können mal auf die Karte gehen. Wir waren eigentlich so ziemlich überall schon. Jetzt ja noch dieses Abteil, wie gesagt. Jetzt ja Hauptstory-mäßig. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann können wir uns bald schon... Ich denke mal, ich mache dann so einen Rundgang so... Eigentlich geht man immer rechts rum. Naja, gut. Wir machen einfach wie die Uhr, denke ich mal, so rum. Was ist denn? Wer bist du? Dazu kommen wir ja noch lange, lange nichts. Oh, das schaut schon schön aus, wenn Typhon wütet. Aber ist halt gleichzeitig auch... ziemlich nervig, kann man halt so sagen. Sind wir schon... Achso, ich dachte gerade, sind wir schon so weit gekommen von dem Strahl da weg? Aber nein, da waren wir ja gar nicht am Anfang an. Da ist ja dieser schöne Tempel, da waren wir ja schon. So, ich muss halt da nach oben, oh je. Aber da kann ich einen Zwischenpunkt... Ja, da kann ich eine Pause machen. Okay, weil ich habe halt auch leider irgendwie gar nicht mehr... Oh, das war vielleicht ein bisschen doof. Aber die reichen dafür, ich bin mir sicher. So, okay. Kleiner Zwischenpunkt. Ich sehe den Typen Gott sei Dank gar nicht mehr. Oh, da unten ist eine Truhe. Was ist... Warte mal. Ja, achso, Moment. Ich markiere mir das mal schnell. Das stimmt, das war mal wieder vorerst. Aber schön, dass es wieder mal vorbei ist. oh oh. Ich sehe hier mal wieder keinen Rast. Deswegen... Ich brauche lieber mal alle auf. Ah, okay. Ja, gut. So weit war es ja doch gar nicht. So, ich habe es tatsächlich geschafft, hier nach oben zu kommen. Das habe ich gar nicht erwartet gehabt. Und natürlich ist hier jetzt so ein Luftzug. Hier am allerletzten Punkt gibt es natürlich einen Luftzug. Also das macht ja super viel Sinn. So, aber naja. Ambrosia, du bist nun mein. Yeah. Und ich glaube, von hier oben bringt es mir jetzt auch gar nicht mehr allzu viel. Deswegen kann ich auch gleich wieder runter. Ausgesucht. Tatsächlich ist hier was, wie ich es mir dachte auch. Ah ja, hier links waren wir ja schon. Warum auch immer ich hier nicht hochgegangen bin, ehrlich gesagt. Ich möchte mal kurz noch in die gelbe Richtung schauen. Wo ist es denn? Gelb? Ah, hier. Ich habe das Gefühl, dass da noch irgendwas sein muss. Die neue Pferde. Oh, oder ein Boss. Ja gut, den besiege ich auch noch nicht. Weil der ist auch mir noch zu krass. Ich meine, gegen so ein Schweinchen, da dachte ich mir, yo, da komme ich schon gegen an, aber... Ein Pferd? Hm, weiß ich nicht. Adler. Oh, schaut mal, das Gebiet sieht schon ziemlich interessant aus, ne? Auch wieder eine Archer. Oder rum. Ja, ich sollte mich vielleicht schon im Vorhinein hier umgucken. Aber ja, das sieht ziemlich interessant aus. Bin gespannt, das sind tatsächlich alles Quellen, dieses Blaue. Ich dachte, das wären irgendwelche anderen Sachen. Um es genau auszudrücken.
Oh, da ist wieder sowas beim Mond. Es tut mir leid, dass ich das gerade im Part mache. Normalerweise mache ich das ja immer off-cam. Aber, oh, da sind ja immer noch so viele Sachen. Ich weiß auch nicht, warum ich die schon nicht früher bekommen habe. Das ist direkt das nächste. Ich weiß, es ist eigentlich schon gar nicht mehr in dem Gebiet hier, aber. Wisst ihr, jetzt sind wir schon gerade hier, dann kann ich das auch gleich markieren. Ja, wie dort zum Beispiel die Truhe. Da ist tatsächlich noch was. Okay. Das ist gut, aber ich denke mal, ich gehe jetzt als allererstes darunter zur Truhe. Jupp. Oh oh. Nicht schon wieder. Ah, in Kämpfen nicht verfügbar. Ja gut, aber das ist ja eh. Mittlerweile, Typhon, solltest du wissen. Mittlerweile sollte er wirklich wissen, dass ich das ja ganz gut drauf habe gegen den Typen. Ja, sagt er und dann passiert sowas. I know. So, jetzt sollten wir. Das. Merkt man bei Phoenix so einen krassen Unterschied? Bei dem Phoenix. I'm sorry, ich kann Phoenix und Phoenix nicht auseinanderhalten. Zwei Worte sind in meinem Kopf einfach identisch. Ja, sehr gut. Soll es tatsächlich schon sein für den guten Typ hier. Also gut ist er ja gar nicht, deswegen. Weg mit ihm. So, sehr gut. Du machst gar nichts falsch. Du kämpfst einfach weiter. So, sehr gut. Wieder ein paar Sachen. Und jetzt schau, ja, wie gesagt, den Boss da an. Nee. Also wirklich, nee. Hier gehe ich nicht. Wir sollten aber trotzdem mal dorthin. Und dahin. Und dann gehe ich einfach schon. Zum Ziel da hoch gehe ich jetzt noch gar nicht, würde ich meinen. Also ich versuche den jetzt da ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dem Typen da vorne. Wie gesagt, der schaut noch ein bisschen zu krass aus. Ich weiß, wir haben erst so einen Boss. War das sogar in diesem Part? Ich glaube, in diesem Part besiegt. Aber. Nee. So was Krasses geben die nämlich einem auch nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach die Archer-Herausforderung und gut ist. Hi, Vogel. Vogel Phoenix. So, oh, sehr gut. Neun Granatäpfel. Oh, hier muss ich jetzt nur den Anfang finden und die ganzen Gegner besiegen. Hallo. Naja, wie gesagt, sollte ich mit klarkommen. Wie gesagt, diese. Aha, ich liebe es, wie ich mit Phoenix das gemacht habe. Mach mich mal kurz. Ach so, ah, okay, ich muss B halten, um mich da zu kleiden. Das ist schon mal gut zu wissen. So, jetzt mal die Kleinen weg. Ah, da ist auch der Punkt. Sehr gut. Habe ich den schon mal gefunden. Okay, ich hoffe, wir schaffen das heute noch mit Aphrodite. Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht, aber mal gucken. Geht da jetzt auf jeden Fall recht direkt hin. Na du. Hauptsache, der andere wird nicht aufmerksam, weil sonst wäre das ein bisschen ein Problem. Hilfe, wo ist denn. Ach, hi. Also du bist nicht gemeint mit der andere, sondern der Boss da oben. Da bin ich jetzt noch nicht bereit zu, finde ich. So, ich habe alle. Das bedeutet, ich hoffe, das passt so und ich brauche kein Upgrade dafür, aber eigentlich bis jetzt brauchte ich es ja nie. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob man das in einem Run machen muss, aber ich denke schon. Das macht Sinn zumindest. Ich glaube, das war nicht richtig so. Nee. Ja. Nee, ich schaff's nicht. Okay. Dann halt noch nicht. Schade, dass dieses Bogendings da leider nicht geklappt hat, aber hey, guck mal, hier ist einfach Aphrodite. Na, kann ich mit dir überhaupt reden? Ja. Jetzt kann ich meine Äpfel auch liefern. Meine Aktion Äpfel für die Insel wird eine richtige Graswurzelbewegung. Toll. Ob wir das alle wollen? Ich finde das Gebiet ja hier eh so wunderschön. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt tatsächlich zu dem großen Baum gehen da vorne. Und zwar umgehen, damit wir das heute noch machen können. Gaias Seele. Ja. Ich möchte auch keine Bosskämpfe mehr oder so. Wir gehen einfach instant zum Hauptziel, würde ich sagen. Genau. Machen wir das so. Sind ja eh nur noch ein paar Meter. Ah, nach oben. Nee, nach unten. Okay. Ah, okay.
Gaias Seele. Ja gut, hier drinnen soll das sein. Ah. In der Hoffnung, dass die Wurzel verschrumpeln würde, träufelte Phoenix die Tränen. Nein! Nein, Adonis, mein Herz! Warum lässt mein Verstand dich nicht gehen? Was passiert mit mir? Ups, ich gehe besser zu Aphrodite. Aphrodite hat Adonis wirklich geliebt. Mir kamen die Tränen. Ich habe sie mit Hephaistos verheiratet. Ja. Adonis bedeutete ihr alles. Das mit dem Eber war meine Schuld. Bitte was? Ich meine, ich habe ihn nicht umgebracht, aber auch nicht gerettet. Sorry, aber ich wollte kurz gucken. Nee, hier ist tatsächlich nichts, deswegen gehen wir direkt wieder weiter. Nicht zu. Wow, Zeus zeigt Mitleid oder keine Ahnung. Interessant auf jeden Fall, auch auf Dauer was Neues, könnte man sagen. Ja gut, aber Aphrodite, die ist da vorne. Okay. Gut, dann mal schauen. Aphrodite, bitte, sag mir doch, was los ist. Ich weiß zu schätzen, dass du mir helfen wolltest, aber du hättest das wirklich nicht tun müssen. Ich dachte nur, wenn wir die Wurzel bewegen, könnte ich kann ich die Wurzel problemlos bewegen. Jedenfalls, seit du sie mit Meeresschaum gewässert hast. Also, danke. Aber du musst dich wirklich nicht mit meiner Essenz beschäftigen. Halt! Ich habe das alles umsonst ertragen? Die Tränen? Diese eklige Nettigkeit? Wenn du nicht unsterblich wärst, wärst du tot für mich. Hermes, meine niederträchtigste Eifersucht, meine selbstverliebten Glaubenssätze sind dort verschlossen. Warum sollte ich sie mir je zurückwünschen? Gut, du warst nicht gerade die wohltätigste Person, aber das ist ja nicht alles. Erinnerst du dich nicht, wie lustig es war, über die anderen Götter zu tratschen? Über Heras hässliche Festgewänder? In dieser senfgelben Schärpe sah sie aus wie eine verdorrte Möhre. Nein, das war alles Zeitverschwendung. Ich hätte mehr sein können. Ich war nie genug. Was in aller Unterwelt redest du da? Nie genug? Nach wessen Maßstäben? Wovon redet sie denn da? Keine Ahnung. Es hat keinen Sinn. Sie will es nicht hören. Vielleicht suchst du dir andere Götter. Nein, das wäre nur halb so lustig. Wohltätigkeit ist ja gut und wichtig, aber doch nicht von Aphrodite. Ihre Art machte die Welt erst interessant. Sie hat den Dingen den richtigen Pfiff gegeben. Sie hat buchstäblich die Welt verändert. Sie hat immerhin den Trojanischen Krieg angestiftet, damit sie die Schönste sein kann. Das ist es! Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, einen Krieg anzuzetteln. Nein, wir bringen ihr den Preis, den ihre Eitelkeit ihr eingebracht hat. Den sie so sehr wollte, dass sie sogar Kriege geschehen ließ. Wenn sie ihn sieht, will sie ihren alten Pfiff vielleicht doch zurück. Den Apfel der Zwietracht? Den Apfel der Zwietracht! Auch dieser Apfel fiel wohl nicht weit vom Stamm. Ich hab ihn schon. Yep. Dann hör auf anzugeben und rück ihn raus. Meinst du nicht, du solltest das übernehmen? Ich kenne sie kaum. Manchmal muss einem ein Fremder sagen, was man selbst schon weiß. So scheint der Kosmos rätselhaft. Das und wenn ich sie noch ein weiteres Lied für eine Schwalbe singen höre, muss ich kotzen. Wir riechen uns später! Das ist ja cool. Jetzt sparen wir uns ein Hauptziel. Mega nice. Ich habe etwas für dich. Ich habe genug von deinen Geschenken. Was ich meine ist, ich will nur
geben, nicht nehmen. Aber es ist noch ein Apfel für deine Sammlung. Er ist so schön. Ich will ihn. Wusstest du, dass es nicht zum Trojanischen Krieg gekommen wäre, hätten Peleus und Thetis Eris zur Hochzeit eingeladen? Ich dachte, das hatte was mit Troja und den Griechen zu tun. Ihr Blick sagte alles. Wie konnte ich eins und eins nicht zusammenzählen? Die besten Feste sind die, zu denen die Göttin der Zwietracht ungebeten auftaucht. Das weiß doch jeder. Kabelei! Dass Hera Athene an den Haaren zieht wegen eines Apfels, die eigene Tochter. Ach ja, der Schönheitswettbewerb. Welcher Trottel hat den Prahlhans Paris zum Richter gemacht? Guck in den Spiegel. Naja, ich hatte ziemlich viel getrunken. Das war nicht Paris Schuld. Hera bot ihm ganz Asien und großen Reichtum. Athena bot ihm großen Ruhm und Kampfesehre. Aber wer, sterblich oder nicht, könnte Aphrodites Gebot der wahren Liebe ausschlagen? Ja klar, Paris wollte ja unbedingt Helene aus Sparta heiraten. Also hat er am Ende seinen Auftrag erfüllt und die schönste Frau auserkoren. Und dann, naja, kam es zum Trojanischen Krieg. Ich wollte den Apfel unbedingt haben. Ich wollte so sehr gewinnen, dass ich einen Krieg verursacht habe, um es Zeus zu zeigen. Alles danach war meine Schuld. Du hast dich nur gemäß deiner Natur verhalten, Aphrodite. Und deswegen bin ich ohne meine Essenz besser dran. Meine Natur hat nur Leid gebracht. Genau da liegst du falsch, Aphrodite. Du kannst die eine Seite der Medaille nicht ohne die andere haben. Deine Leidenschaft, deine Unberechenbarkeit und, ja, deine Eifersucht, deine Eitelkeit haben Leid verursacht. Aber weißt du was noch? Was? Durch sie sind auch einige der größten Abenteuer entstanden. Epische Geschichten. Die berühmtesten aller Zeiten. Ich bin Erzähler. Ich muss es wissen. Klar, wir wären alle sicherer, wenn wir immer zu Hause blieben. Aber alles ist schöner, wenn es bunt ist. Die Leidenschaft ist das Leiden wert. Dieses Gewölbe birgt meine pure Eifersucht und dunkelsten Seiten. Wenn ich dich hineinlasse, werden mich alle verurteilen. Ich kenne es schon. Aphrodite, zügle dich. Aphrodite, du bist zu anstrengend. Aphrodite, du machst nur Ärger. Aphrodite, du bist zu viel. Dafür sollte man sich entschuldigen. Welcher Idiot sagt denn sowas? So habe ich das nie gemeint. Bist du sicher? Du musst nicht um meine oder irgendeine Liebe wetteifern. Du bist genug. Und ich meine, so schön wie du bist, wenn du auch noch eine makellose Persönlichkeit hättest, wärst du schon unerträglich perfekt. Na gut. Ich bewege meine Wurzel. Bitte, nimm diesen Segen entgegen, ehe du hineingehst. Gesegnet, Aphrodites Kuss. Du findest mich in der Halle der Götter. Lasst mich, haut alle ab! Es reicht! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel arbeiten gehen! Anscheinend wieder ganz die Alte. Ein fauler Apfel. Sie haben ein gemeinsames Kind. Nicht wahr? Junge oder Mädchen? Nein. Ah, verstehe. Ein nicht-binäres Kind. Sieh mal an. Prometheus, ich sammle auch Amphoren. Ich gehe mit der Zeit. Mega geil mal wieder. Die Szene hat mir richtig gut gefallen. Was ich kurz schauen möchte, ist der neue Segen. Was ist denn da? Ein einzelner gegnerischer Treffer setzt Combo-Angriffe nicht zurück. Ach, kann ich das auch für hier schon gucken? Naja, cool. Aber gut, immerhin haben wir jetzt schon mal zwei Segen. Und jetzt würde ich einfach mal behaupten, wir können uns ja hier hinporten, ne? Jo, okay. Dann werden wir nämlich Gaias Seele oder was auch immer das ist im nächsten Part machen. Und wir gehen zur Halle der Götter. Ah ja, moin. Aber immerhin.
Müssen du hier hochkommen? Wenn ich mich schüttle, sieht man manchmal Eichhörnchen und in einem meiner Äste ist ein Nest bandlebender Vögel. Wie bald? In ein paar Monaten vielleicht. Ah, wie cool. Hallo. Und, kommst du zurecht? Ich? Ja klar, es ist sehr nett hier. Ich habe nur etwas Heimweh nach meiner Wiese. Und Hermes lästert die ganze Zeit über die anderen Göttinnen. Er sagt ganz haarsträubende Sachen. Wie kann man nur die ganze Zeit darüber reden, wer schon mit wem etwas hatte? Ich meine, wir sind unsterblich. Jeder hat hier mit jedem mal was angefangen. Wenn man es so sieht. So, ich möchte mich heute auf jeden Fall mal wieder diesen zwei Sachen hier widmen. Nämlich einmal können wir, soweit ich weiß, mehr Ausdauer haben. Das ist ja ultra. Natürlich will ich das. Also trainieren wir, mein lieber Phoenix. Für mehr Ausdauer durch Zeus Blitz. Das. Jawohl, jetzt haben wir schon 1,5 Striche. Sehr cool. Und dann würde ich aber noch kurz... Ich glaube, dass wir auch hier was machen können, oder? Ja, tatsächlich. Ah, sogar 2. Ja, moin. Nee, oh, weil es jetzt mehr sind. Wow, 1 zu wenig. Naja. Stamm. Ich liebe die Animationen. Die sind so cute. Gut, aber dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part das Gewölbe besuchen und vielleicht Aphrodite von ihrer Form befreien. Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass es so ist. So, was ich jetzt noch schnell machen will, ist mich einmal umstylen. Also, nichts wieder hin. Und zwar würde ich einmal die Haarfarbe, obwohl an sich vielleicht mal die ganze Frisur, mal auf so ein bisschen was... Oh, nee, das ist mir zu krass. Ja, ich habe mal Bock auf schwarze Haare. Es schaut eigentlich nicht schlecht aus. Dann hier, achso, der geht automatisch mit. Ja, das passt eigentlich auch schon. Vielleicht mal eine Gesichtsbemalung. So zur Abwechslung. Achso, die habe ich ja immer. I don't know. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Ja, so like God of War. Also so schaut es irgendwie an. Ups, übernehmen. So, Hermes, ich wusste gar nicht, dass du Friseur bist, aber cool, dass du es so gut kannst. Ja, perfekt. So, laufen wir einfach mal so ein bisschen rum. Okay, und jetzt noch zu guter Letzt die Charonsmünzen. Da weiß ich auf jeden Fall eine Sache, die ich machen will, und zwar war das... Ja, hier haben wir alles, ne? Jo. Und zwar war das... Wo ist denn das? Nee, hier war das gar nicht. Hier bei... Moment. Habe ich ja. Das Schwimmen brauche ich nicht unbedingt. Was ist das? Oh. 2 Charonsmünzen. Ja, das gönne ich mir mal. So, dann haben wir noch immer viel beim Bogen. Aber ich würde sagen, dass ich den Bogen gar nicht so krass benutze. Oh, verdammt, was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas unbedingt... Ah, ja, genau, doch, das da, glaube ich. Nee, das habe ich ja. 100% zusätzlichen Schaden, ist halt auch nicht... Nee, jetzt weiß ich es wieder. So, hier den Pfeil wollte ich upgraden. Lässt die Geschwindigkeit von Apollos Pfeilen steuern. Genau, das ist nämlich wichtig. Und teuer. und Apollons Pfeile explodieren bei der Kopfschuss verursacht beim Gegner in der Nähe 100... Nee, du, das lasse ich mal weg. Was ich ja noch immer ganz gut finde, ist eigentlich der Hammer und das Schleudern. Verbraucht ein Ausdauerfeld, um es auf Gegner zu springen. Oh. Ja, das ist nicht schlecht. Verbraucht ein Ausdauerfeld, um ein getragenes Objekt automatisch auf einen anvisierten Gegner zu... What? Das ist auch echt krass. Was ist denn da drunter? Hiermit kannst du schwere Objekte ziehen und tragen. Okay, verbraucht... Ein Ausdauerfeld, um kleine Gegner näher an Phoenix ranzuziehen. Ist voll geil, muss ich sagen. Ich mag die Fähigkeit an sich voll gerne. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier drauf, weil das ist super. Vor allem wegen denen. So, perfekt. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Fähigkeit. Was ist das? Wert hochschleudern. R behalten. Nee, das mache ich sowieso nie. Naja, hier kann man noch eine weitere Combo. Oh, das ist auch gut. Dieser Schleichangriff verursacht nochmal doppelt so viel Damage. Aber, achso, ich kann das schon. Ah, okay. Ja, die 2 Sachen haben wir ja gesagt, finde ich jetzt nicht so krass, glaube ich.
Doppelsprung, doch, den kennen wir ja auch schon. Ja, die letzten drei lasse ich dann mal. Gut, dann verabschiede ich mich von der heutigen Folge Immortals Phoenix Rising. Der Part ist heute mal wieder extrem lange, es tut mir leid. Aber wir sehen uns bei einer weiteren Folge, wenn wir in das Gewölbe reingehen.